bin so stolz. So, ich habe jetzt, glaube ich, jede Farbe, also fast jede Farbe, die es gibt. Wer hat einen Kompressor? Jeder außer mir. Muss ich den MV-Transformer definitiv mit dem Kabel am MFE anschließen oder kann ich hier auch einfach aneinanderstellen? Aneinanderstellen geht prinzipiell immer. Also anscheinend, oder der MV-Transformer kriegt halt den Strom nicht von der Turbine. Nein, ich habe immer noch keine Schaufel. Es wird auch niemals eine Schaufel geben. Es gab nie eine Schaufel. Irgendwas läuft hier gerade falsch. Alter, wie viele verschiedene Dice gibt's denn bitte? Alle. 17? 16? 17? Alter. Alle. Nee, in P2P ist deutlich mehr. Also ich habe jetzt schon alleine in meinem Inventar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich glaub, 9, 10, ich glaub, 11, 12. Hier liegen bestimmt noch 6 Drops, die ich nicht aufheben kann. Hast du so einen Regenbogenbaum gefällt? Jo. Ja, da ist auch noch Tree Dye dabei. Das heißt nochmal 16 oder 17. Dann kannst du noch so Sachen wie Lapis bekommen, was halt auch. Ja, das kannst du ja auch färben. Wobei, das ist ja blaue Standardfarbe. Ja. Amde, willst du deine Alloys nicht mitnehmen? Ich hab meine Alloys bei mir mit im Winter. Sicher? Ja. Nee. Ich hab sie gerade in der Hand. Wieso hab ich dann auch... Hä? Hast du zwei Alloys? Du hast zwei Alloys gemacht, oder? Ja. Du hast sie in der Hand. Ja. Ich hab auch zwei Alloys in der Hand. Hast du die gerade gebackt und hast sie geklont? Anscheinend. Hä? Jetzt sind sie weg! Oha! Sag gleich, ja. Die waren noch im Inventar, jetzt sind sie weg gewesen. Danke. Witzig. Witzig. Stimmung! So. Ich hab kein Glas. Exa? Hm? Du weißt doch, bei den Goldkabeln hast du ein Output von 100 I, kannst du 100, 512 EU transportieren, oder? Ja. Und so ein MFSU hat ein Output von 2048. Ja. Das funktioniert trotzdem. Was funktioniert trotzdem? Ja, mit den Goldkabeln zu übertragen. Ja, du überträgst halt nur 512. Nein. Sicher? Ziemlich, ja. Gucken wir mal, ob das sich jetzt wieder füllt. Ich weiß nicht. Moment, ich guck nochmal nach. Ich glaube, du. Er dürfte halt etwas. Er dürfte power halt ich die Öfen hier 100. auf Vollspeed mit 8 Overclocker-Upgrades, ohne dass irgendwas passiert. Naja, oh. Du kriegst ja trotzdem 2500 Energie durch die Sekunde. Aber ja, normal explodiert es immer, wenn irgendeine Kleinigkeit falsch ist. Ich habe Angst. Nicht. Warum? Den MMV-Transformer wieder mit der Ranch abzubauen. Ich hab Angst, dass der kaputt geht. Ich glaube, eine kleine Chance gibt's immer, dass die kaputt gehen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Das ist also dein Wassergenerator. Items haben eine kleine Chance darauf, ja. Das ist also dein Wassergenerator, Paddy. Und der ist komplett verschwunden. Geil. Oh, ich liebe es. Ich habe noch nie was mit einer Ranch abbauen können. Noch nie. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber bei mir in meiner Base reichen die Kabel nicht, um zwei Öfen gleichzeitig zu powern. Aber du hast schon Shift-Rechtsklick gemacht, oder Paddy? Dann passiert gar nichts. Also eigentlich mache ich immer Shift-Rechtsklick. Das ist Glowstone, ja. Rubber. Maschineblock, bitte. Danke. Und da habe ich wieder 9. Mal das Nei disablen, damit ich hier lesen kann, was da steht. So. Das Nei. Das Nei ist manchmal schön im Weg, ey. Ich krieg immer noch kein Diamond von meiner Quarry. Ich guck mal, was da los ist. Irgendwas stimmt doch da nicht. Was ist da los? Oder habe ich die falsch. Das
Passiert gar nichts. Shift-Rechtsklick. Habe ich die aus? Achso, ihr muss. Nee, Mathematik. Ah, jetzt. Ah, okay. Die anderen beiden konnte ich damit abbauen. Tja, den aber nicht. Was nun? Ja? 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 So. Der füllt sich jetzt mit Wasser. Bam. Geht nicht an. Das dürfte 2 noch sein. Ah, jetzt. Wieso kann ich den MFE nicht abbauen? Hast du die richtige Range? Ich habe 2 verschiedene jetzt, mittlerweile. Wo brauchst du die IC2 Range? Was für die IC2? Wo Industrial Craft 2 dran steht. Range. Müsste aus Bronze sein. So, dann muss ich jetzt hier eine Diapipe dran machen. Bronze. Ich wollte schon sagen, warum ist meine Diamantpipe schwarz? Aber okay, passt schon. Geht hier eine Kiste hin? Gut, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe jetzt einen Thermalmonitor, der mir die Temperatur des Kerns anzeigt. So. Möchte ich eine mit Holz haben, eine mit Äpfeln, eine mit Sand. Oh Gott, das wird heftig. Deep Storage Units? Wie viel Holz hast du eigentlich inzwischen? Ich? 4 Reihen voll mit 64er Stacks. Ja, okay, kein Wunder, dass ich meine Query nicht finde. So, in das Blaue soll Holz. Was? So kriegt man Concrete? Wow. Ist das voll easy. Schwierig, nee, das machen. Ist nicht schwer. Ich habe es mit meiner Spitzhacke gerade Gravel abgebaut und habe Concrete bekommen. Ach so, das, ja, man kann das auch einfach im Ofen packen und dann kriegst du Concrete raus. Ja, ich habe Autosmelter meiner Spitzhacke. Und jetzt, da geht dann der Apfel rein. Oh, jetzt muss ich noch eine Pumpe dran stellen, die das dann da reinpumpt. Und noch eine Pumpe holen, die das dann in den Öfen pumpt. Oh Gott. Exa, hast du eigentlich schon einen neuen Query aufgestellt? Wer hat die Sirene wieder angemacht? Ich muss gerade mal kurz das testen. Und da das tatsächlich gefährlich ist, lasse ich's. Es ist immer so verwirrend, wenn die an ist. Ich denke dann immer, da hat wieder einer eine Sirene bei mir reingestellt. So. Ich lasse echt nicht zum Laufen. Ist es nach links? Jawohl. Damon Pipe, erscheine. Danke. Wo ist denn der Input und der Output beim MFE? Da ist ein Teil verschwunden. Wenn du den MFE platzierst, zeigt der Output in der Regel zu dir. Das ist das Ding mit dem Punkt. Das ist doch das, was du immer drehst. Der Output. Und das ist an sich Wurst, wo halt dann reingeht. Rein ist rein alle geht immer. Seiten. Okay. Dann nur noch beim MV-Transformer herausfinden, welches davon der Input und der Output ist. Weil ich habe gelesen, der hat einen einzigen Input. Okay, bei mir ist gerade wieder was geglitscht.
Das ist einfach ein Teil verschwunden vom Reaktor. Aber ich einfach verschwunden. Rot. Da bin ich doof. Und hier bei weiß. So, und da müssen die Saplings jetzt reinkommen. Rot. Irgendwo hier noch, vielleicht unsichtbar. Nee, das ist definitiv nirgendwo. So, jetzt muss ich mit einer Wooden Pipe. Das ist, die ganze Konstruktion ist eh noch Rohbau, ey. Das wird nie so bleiben. Das sagt er jetzt. Ja, es wird doch so bleiben. In den Ofen rein. Ah, warte, wie hieß dieser Block nochmal, der kontrolliert, ob was drin ist und die Items erst weiterschickt, wenn es frei ist? Wie hieß der? Oh, der hat einen komischen Namen gehabt. Das war, glaube ich, aber auch. War das Vanilla? Tiktor, nein. Der ich wollte gerade testen, wie doof Zombies sind. Ich stelle mich hinter einen 1x1 Lava-Wasserfall, er rennt genau auf mich zu, schwimmt den Lava-Fall hoch und stirbt. Okay, der ist wenigstens ausgewichen, hat trotzdem Feuer gefangen, aber er hat versucht auszuweichen. Wie hieß das Ding? 178 Seiten durchklicken, ja, das kann ja Spaß werden. Man kann einen Spider-Joker leider nicht in einem Safari-Net fangen. In was? Spider-Joker, ein Skelett auf einer Spinne. Oh Mann. Ich habe aber meine Sirene umprogrammiert. Sie geht jetzt immer los. Nein, sie geht jetzt wirklich nur noch an, wenn wirklich der Reaktor kurz vor Überhitzen ist. Das heißt nie wieder? Wehe, wenn doch. Ich hoffe. Kannst du die Sirene mit dem Reaktor übereinstimmen? Ich hab's jetzt gerade gemacht. Also ich hab's jetzt hier gerade gebaut. Ist ein bisschen interessant. Ich hab ein Temperaturmesser dran gebaut. Außerdem kann man die Zahl sehen. Das ist echt cool. Gucken. Ich brauch mal ja, jetzt geht's hier nicht mehr an. Kurz zur Demonstration, ich mache ihn mal kurz ein bisschen heißer. Bumm. Amde. Das sollte so schnell nichts passieren. So. Jetzt geht sie an. Und jetzt dürfte sie gleich wieder ausgehen. Jo. Ja, ist schon aus. Jo. Bam, 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 bam. Aber ich gebe mir jetzt eben kurz einen Teil per Mode, weil das ist wirklich einfach weggeglitscht. Ich hatte es in der Hand und es ist einfach weggegangen. Durch den Lag, das pisst mich gerade an. Ist weggegangen. Ja, mich hat das voll auch angekotzt. Ey, weißt du, ich wollte eben kurz über Wasser fliegen. Vor mir hängt mein Spiel und ich ertrinke. Ich so, ne. Nee, das sehe ich auch nicht ein. Das ist einfach ein dummer Fehler. Beef? Ich habe nur noch 20 Beef. Das ist nicht gut. Wovon soll ich denn leben? Ups. Giving an Infinite. Das genau. Ist Infinite ist immer noch 1. Weil es nur, dass es nicht stackbar ist. Ja. Deswegen kann man es eh nur 1 bekommen. Es gibt keine Infinite. Oh, wie hieß der Block? Das sollte jetzt eigentlich nur 1 sein, wenn ich da reinpacke. Was? Jetzt ist es auch immer wieder da. Jetzt lösche ich das wieder. Ja, das hat man manchmal. Manchmal sind die Sachen im Inventar unsichtbar und dann erscheinen die später erst wieder. Ich hasse das. Oh, ich liebe den Doppelklick meiner Maus, den sie manchmal macht. Ist gerade echt praktisch. Das kotzt mich an. Diesen Doppelklick habe ich mit dem Mausrad. Damit schließe ich Tabs. Zumachen. Nein! Das ist voll doof. Zum Glück weiß ich, wie ich den letzten geschlossenen Tab wieder öffne. Mit welcher Tastenkombi. Gibt
Gibt's den nicht mehr oder habe ich den jetzt übersehen? Wahrscheinlich habe ich den übersehen. Ich teste nochmal ganz kurz den neuen Alarm. Dauert nicht lang. Alarm! Oh Gott. Jetzt müsste einer ins Haus kommen und ein Bett vor mich hinstellen. Okay, funktioniert. Ich habe so viele Items, die mit Blue anfangen. Blue Cave Crystal. Also wenn jemand Blue Crystal hört, dann können. Dann also rennen wir, ja. Ihr könntet es theoretisch noch versuchen, in den Reaktorraum zu kommen, den Schalter zu drehen. Witzig, ich renne. Braucht jemand Spinnenweben? Nee. Also ich nicht. Nein, die Dinger haben eh fast unendliche Haltbarkeit. Deswegen wäre wenigstens hat kein Teil dieser Teile Schaden bekommen. Also gar keins. Und die habe ich nochmal gecraftet, keine Ahnung. Ich für meinen Teil werde jetzt, glaube ich, gleich mal den Stream beenden. Mach das. Ja. Ich wüsste, wie der hieß. So, dann bin ich mal ganz kurz ins Skype-Mute und.